Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wir sind gerade dabei, unser Hotel ein bisschen anzubauen. Und zwar. Ja, cool, gibt halt auch keine Gedanken zu dem Hotel. Keine Ahnung, warum wir da auch nicht reingehen. Ich würde gerne Zimmer hinzufügen, Hotelzimmer. Ja, Hotelzimmer verbinden. Genau die. Bestätigen. So, Herausforderung ansehen. Ja, das haben wir dann wohl geschafft. So, das mit den 25 Gästen glaube ich selber nicht. So, warum... Okay, jetzt gehen die Leute nach da hinten. Die Leute strömen nach da hinten. Und zwar wegen der neuen Achterbahn vielleicht? Liegt das daran? Die Leute nähern sich hier auf jeden Fall. Okay. Was können wir denn noch so Schönes bauen? Haben wir denn wieder Forschungsprojekte abgeschlossen? Marketing läuft, glaube ich, immer noch, ja. So, wir können jetzt eine Pommesläden bauen. Auch ganz geil. Forschung starten. Das ist ein ganz normales Familienfahrgeschäft. So. Mehrere Läden haben keine Verkäufer. Okay, dann kaufe ich jetzt halt wieder Personal ein. So, Verkäufer. Okay, 18 Läden angeblich. Sehr schön. Jo. In der Weile kann ich ja mal drüber nachdenken, was wir als nächstes tun könnten. Unseren schönen Park. Weil eigentlich, es läuft ja voll. Yay, ein Dieb wurde geschnappt. Okay, ich denke, es müsste reichen. Dann brauchen wir noch einen schönen Coaster King. Okay, welche Fahrgeschäfte finden die für sehr billig? Trail Dancing. Kommen da viele Leute rein? Etabliert. 17 finden die sehr billig. Findet ihr 20 auch noch sehr billig? Und Adversity. Ja, das ist die, wo ich absichtlich billig gemacht habe, aber gut, 20. Okay, technische Probleme gibt es irgendwie dauerhaft. Aber das ist ja kein Problem. Vielleicht noch irgendeine Bahn. Fahrgeschäft, was gibt's denn so? Irgendwas, das wir vielleicht noch nicht haben. Hyperspin. Den haben wir noch nicht. Dein Hyperspin. Da hinten hin vielleicht. Das ist schön für ein Hyperspin. Eingang platzieren. Machen wir die mal nach da hinten. Und Ausgang platzieren. Ach komm, ich hasse diese Wegplatzierung immer. Schön an der Toilette entlang. So, perfekt. Dann kann das Ganze auch. Wie viel hat das jetzt halt an? Das sieht schön aus. 96. Gut, dann haben wir jetzt einen Hyperspin. Okay.
Ja, ich weiß, wo das ist, oben am Dach. Das habe ich gerade fehlplatziert. Das habe ich schon gesehen. Viele Leute haben Durst. Ja, ich weiß aber nicht, wo die Leute sind, die Durst haben. Schienenfahrgeschäfte. Da haben wir, glaube ich, noch gar nichts. Das wollte ich machen, das war so riesig, gell? War das das Große? Ja, das war schon. Naja, es geht eigentlich. Das könnte man eigentlich da hinten so schön. Ich bin mir sicher, ich kann es so hindrehen, dass es passt. Bei Wildwasserbahn mag ich persönlich ja sehr gerne. Durchbricht kein Gelände. Müssen wir das wieder so minimal höher machen? Okay, so muss das dann passen. Ich versuche mir das irgendwie noch so ein bisschen platzsparend da rein zu quetschen. Okay. Platzsparend ist relativ. So. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir müssen jetzt erstmal den Weg hier ein bisschen weitermachen. Das sieht halt auch so bescheuert aus. Ich möchte nicht, dass sie da mit dem Ausgang so lange rennen müssen. Auf dem Weg dahin können wir so ein paar Läden platzieren. Okay, das sieht doch schon mal recht gut aus. Warum ist Jimmy Castle unzufrieden? Was hat der? Niedrig. Er findet diesen Job sterbenslangweilig. Hier, jetzt bist du fortgebildet. Dann kündige halt, wenn du keinen Bock mehr hast. Okay, du bist wieder eingestellt. Okay, und jetzt bist du auch noch befördert. Von Azubi zum. Keine Ahnung, was du jetzt bist. Und kriegst 95. Warum ist mein Techniker unzufrieden? Der ist halt echt überbezahlt. Heute habe ich so viel zu tun. Aber schau mal, jetzt bist du auch befördert. Und du kriegst 160 in der Stunde. Am Tag. Stunde wäre das echt übertrieben. Ja. So, jetzt brauchen wir hier. Wir können es ja schon mal testen. Einen Gang platzieren. Hier oben fängt das Ganze an. Ausgang. So, Eingang mit Weg. Ja, das wird jetzt ein großer Aufstieg. Geht's nicht nur ein bisschen extremer runter? Nein. Richtig geil, wenn du erstmal auf so eine Brücke stehst, eigentlich. Da wird noch irgendwas Interessantes gleich hinkommen. Das macht Sinn, dass ich das mache. So. Kann ich das jetzt anschließen, bitte? Danke. Okay, und dann können wir das Ganze eigentlich auch schon eröffnen, wenn der Test rum ist. Da möchte ich jetzt dann auch mitfahren. Okay, der Test ist noch nicht rum. So, der Weg. Ausgang geht genauso runter. So. Kann man es jetzt eröffnen? Oder noch nicht? Die braucht wohl noch ein bisschen. Dann können wir ja mal den hier in Getränkeladen hinbauen, weil Getränkeladen sind wichtig.
Wir brauchen mehr Getränkeläden in unserem Leben. Ich möchte keine Angepassten, ich möchte fertige. Habe ich denn irgendwas Neues, Schönes? So ein Western-Einkaufsbereich wäre natürlich auch schön, oder so ein Sky-Fi-Bereich. Wir machen einfach wieder den Klassiker, den festlichen Getränkestand. Ich denke, den finden die meisten einfach schön. Passt zum Thema. Okay, dann braucht ihr aber noch einen kleinen Weg. Ja, ich möchte es doch einfach hier nur so verbinden. Schön. Hast du es jetzt mal? Nein. Aber wie viel Prozent hast du denn in deiner Bewertung? 44? Wir können gerne noch mehr Getränkeläden und so machen. Was zum Essen ist auch ganz wichtig. Machen wir einfach jetzt so einen lustigen Kreis hier rum. Vorne vielleicht noch ein schönes Fahrgeschäft. Und da jetzt hat ein schöner Laden. Essensladen. Läden in festlichem Design. Steht da jetzt wahrscheinlich auch recht schön. Ja, perfekt. Boah. Dann noch jetzt von der Seite noch so ein bisschen was Schönes hin. So ein Geschenkeladen. Warum haben wir da eigentlich nichts Weihnachtliches? Ich möchte einen weihnachtlichen Laden haben. So, falls es jetzt nicht hinkommt, verbinden wir den Weg ein bisschen. Also es wird sich beschwert, die möchten da jetzt nicht einkaufen, sondern die wollen mit Achterbahn fahren und so steht es schön außerhalb. Ja, irgendjemand, der Lewandowski. Cool. Och man, ich wollte es nicht schließen, ich wollte den Test machen. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster. Bis dahin, tschüss.